Und ich begrüße Partei- und Clubobmann Herbert Kickl dazu jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott. Herr Kickl, ich möchte in den letzten Tagen beginnen und möchte Ihnen ein Bild zeigen. Diese Idee für ein neues Verkehrszeichen schicken führende FPÖ-Funktionäre wie der Wiener Parteichef Nepp und andere seit Tagen herum. Könnten Sie mir erklären, was das Bild bedeutet? Ich glaube, dass man dieses Bild so verstehen muss, dass es eine Warnung davor ist, dass die Situation, die sich hier rund um diese Klimakaoten, manche nennen sie auch Klimaterroristen, die sich da entwickelt, wenn man das so weiter dahin plätschern lässt, wie es die Regierung macht, dass es dann zu einer Eskalation kommen könnte, das will niemand. Also für mich und für alle Medien, die über dieses Sujet berichtet haben, sieht es aus wie ein Mensch, der auf einen anderen, der auf der Straße sitzt, offensichtlich so ein Klimaaktivist, so ein Klimakleber drauf pinkelt. Was möchte uns die FPÖ damit sagen? Ja, noch einmal. Ich glaube, dass es ein riesiges Problem mit dieser ganzen Situation gibt und die besteht darin, dass hier junge Menschen, und ich habe da durchaus Verständnis, dass man sich für das Klima hier engagiert, aber das in einer Art und Weise tun, wo man sagt, hier wird die Allgemeinheit gefährdet, hier bringt man vielleicht auch andere Menschenleben in Gefahr. Für das Klima ist das nebenher kontraproduktiv, Staus zu produzieren. Und hier schaukelt sich eine Situation auf, wo durchaus die Gefahr besteht, dass dann am Ende irgendwo ein Eskalationsszenario herauskommt. Das will niemand haben und das ist die Politik gefordert. Und das sind die Regierenden, die hier eingreifen müssen. Warum pinkelt da jemand auf einen Klimaaktivisten? Ja, noch einmal, das stellt diese Situation hier dar und es geht darum, diese Situation zu entschärfen. Jetzt haben Sie gesagt, manche nennen diese Klimaaktivisten, die sich auf der Straße ankleben, Klimaterroristen. Das sind nicht manche, sondern das sind lauter FPÖ-Politiker und zwar eigentlich nur FPÖ-Politiker. Und finden Sie das nicht maßlos übertrieben für Menschen, die völlig friedlich eine halbe Stunde lang einen Stau produzieren? Herr Wolf, da waren Sie schon lange nicht mehr draußen und haben mit der Bevölkerung gesprochen. Denn dort ist sehr wohl von Klimaterroristen die Rede. Und da sollten Sie jetzt nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Denn man spricht ja auch in der Alltagssprache davon, dass irgendjemand von einem anderen terrorisiert wird, wenn er etwas tut, was einem eben nicht gefällt. Und viele empfinden das, was hier passiert, dieses Produzieren von Staus, die ja letztendlich sogar gegen das eigene Ansinnen gerichtet sind, weil sie natürlich hier eine Umweltverpestung hier produzieren. Viele Leute empfinden das als massive Störung und sagen, ich lasse mich doch nicht von diesen Chaoten terrorisieren. Also ganz viele Menschen haben die vielen Corona-Demonstrationen in Wien auch als massive Störung empfunden. Die haben stattgefunden, zum Teil, obwohl sie behördlich untersagt waren. Oder sie sind von den genehmigten Routen abgewichen und haben wirklich viele Stunden lang die halbe Wiener Innenstadt lahmgelegt, Woche für Woche. Die FPÖ hat aber kein einziges Mal von Demo-Terroristen gesprochen. Und damals hat auch kein FPÖ-Politiker gesagt, ich zitiere, wir dürfen uns nicht von wohlstandsverwahrlosten und arbeitsscheuen Gestalten in Geiselhaft nehmen lassen, wie Wiener FPÖ-Chef Nepp vor wenigen Wochen über die Klimaaktivisten. Warum messen Sie damit zweierlei Maß? Ach Gott, Herr Wolf, die abwertenden Bezeichnungen für die Leute, die sich hier für die Grund- und Freiheitsrechte eingesetzt haben, die sind von anderer Seite gekommen. Nicht? Also da hat es ja nicht gefehlt an herabwürdigenden Bezeichnungen, Rechtsextreme, Staatsverweigerer, alles das ist dort ins Spiel gebracht worden im Zusammenhang mit diesen Leuten, die nichts anderes getan haben, als für die Selbstbestimmung einzutreten. Warum waren das keine Demo-Terroristen? Jetzt noch einmal, dort hat man sich an vorgegebene Routen gehalten. Stimmt doch nicht. Herr Wolf, ich war selber einige Male dabei. Sie habe ich dort nie gesehen. Oder waren Sie dort einmal dabei? Ich gehe nicht. Nein, auf Demonstrationen. Sie waren dort nicht dabei. Sie haben mich noch nie auf einer Demo gesehen. Na gut, dann wird es Ihnen kein Anliegen sein. Mir war es ein Anliegen, hier auf Seiten der Bevölkerung auch entsprechend Flagge zu zeigen. Wir haben damals, und die Polizei, das darf ich Ihnen sagen, hat sich sehr darüber gefreut, dass wir hier koordinierend eingegriffen haben, als Mitveranstalter unterwegs und haben dafür gesorgt, dass die Demonstrationen, bei denen wir dabei waren, geordnet abgelaufen sind. Also dort gar nicht treffen Sie oder versuchen Sie jetzt den Falschen zu treffen. Ich habe Sie gar nicht gefragt nach den Demos, wo Sie dabei waren. Ich gehe nicht auf Demonstrationen, weil ich Journalist bin und berichte und nicht demonstriere. Ja, da kann man ja trotzdem demonstrieren gehen, also wenn einem dieses Anliegen wichtig ist. Ich gehe nicht demonstrieren. Ich würde sagen, aber bei einer Ihrer Demonstrationen sind danach hunderte Demonstranten völlig abseits aller genehmigten Routen in die Innenstadt, haben sich mit der Polizei geprügelt, sind in die Garage einer Versicherung hinein. Sie wissen es doch besser. Sie wissen es doch besser. Meine Frage, wo sollen denn die Leute hingehen, wenn ihnen die Brücken abgesperrt werden, wo man normal in die Innenstadt zurückkommt? Gut, ja, dann ist kein Wunder, dass man sich irgendwo andere Wege sucht. Die Polizei ganz anders. Trotzdem, es gab zahllose nicht angemeldete Corona-Demonstrationen, die den Verkehr blockiert haben. Niemanden davon haben sie Demoterroristen genannt. Warum zweierlei Maß?
Noch einmal, ich habe gesagt, das haben andere erledigt und die haben noch viel, viel weniger vornehme Worte gefunden, als der Begriff Demoterrorist oder Klimaterrorist einer ist. Und jetzt interessanterweise hat es ja in den letzten Wochen Dutzende Presseaussendungen von FPÖ-Politikern zu den angeblichen Klimaterroristen gegeben, aber im gesamten letzten Jahr keine einzige Presseaussendung zur Klimakrise selber. Auch in ihrer sehr langen, 90 Minuten langen Rede am Samstag beim Neujahrstreffen kam dieses Thema mit keinem Wort vor. Finden Sie die Klimakrise so irrelevant? Nein, ich finde sie nicht irrelevant und ich bin froh, dass Sie dieses Thema auch ansprechen, weil wir ja, wenn wir es ernst meinen, zum Beispiel auch mit der Frage der Teuerung und wie wir den Menschen helfen können in einer ganz, ganz schwierigen Situation, wo sie sich das Leben nicht mehr leisten können, die einzige Partei sind, die hier die Interessen der Österreicher vertritt und sagt, wir müssen an die Ursachen gehen. Sehen Sie, und bei den Ursachen bin ich bei zwei Dingen. Das eine ist der Krieg in der Ukraine. Ich glaube, über den werden wir noch reden. Und das zweite ist eine völlig überbordende Klimapolitik. Ja, da wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Das ist etwas, wo wir auch als Freiheitliche Partei eine Sonderstellung haben, wo wir sagen, es ist gut und recht und es ist wichtig, dass wir hier einen Versuch unternehmen, auf nachhaltige Energiequellen umzustellen, dass aber die Art und Weise, wie das hier betrieben wird, kontraproduktiv ist, weil sie unseren Wohlstand gefährdet, unsere Arbeitsplätze gefährdet, die Industrie gefährdet und so weiter und so weiter. Das heißt, ich verurteile die Art und Weise, wie man hier von Seiten der Regierung vorgeht. Ich nenne das ideologiegetrieben. Das hat nichts mehr mit faktischen Erkenntnissen auch zu tun. Man versucht hier eine Ideologie auf Biegen und Brechen umzusetzen. Und das ist etwas, was schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs dazu geführt hat, dass es eine massive Verteuerung bei Energiequellen, zum Beispiel im Strombereich, gegeben hat. Das ist diese ganze Strafsteuer. Thematik, die da drauf liegt. Und ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist, weil das Leute sogar abschreckt. Leute sogar abschreckt, die gerne einen Beitrag zum Umweltschutz leisten würden, aber ich sage aber so bitte nicht. Okay. Möchte auch mal kurz zu den angeblichen Terroristen, auch die rechtsextremen Identitären, die ja permanent unangemeldete Aktionen durchführen. Erst kürzlich haben sich ein paar vor dem Flüchtlingslager in Dreiskirchen angeklebt. Die haben Sie auch noch nie als Rechtsterroristen kritisiert, sondern die nennen Sie ein interessantes und unterstützenswertes Projekt. Und Ihr Generalsekretär spricht bei Ihren Kundgebungen. Wie passt denn das zusammen? Also noch einmal, weil Sie offensichtlich entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind, dieses Zitat richtig zu bringen. Ich habe gesagt, dass die Identitären eine NGO von rechts sind, wo es Dinge gibt, die durchaus unterstützenswert sind. Ich habe nicht gesagt, dass ich alles unterstütze und ich habe dort immer auch dazu gesagt, dass ich ja zum Beispiel auch Greenpeace unterstütze bei bestimmten Anliegen, dem Kampf gegen Gentechnik zum Beispiel, der dann plötzlich in der ganzen Impfthematik keine Rolle mehr gespielt hat. Ich sage das nur mal dazu, weil das ist jetzt das vollständige Zitat. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, ich habe durchaus auch Verständnis für die jungen Leute, die sich Sorgen machen, die sich da Last Generation nennen, wenn es um die Zukunft des Planeten geht. Sie meinen wahrscheinlich damit mehr ihre eigene Zukunft, aber das ist auch eine gute Sache. Aber ich habe auch Verständnis für junge Leute, die sich Zukunftssorgen machen, wenn es darum geht, ob unser Land nicht überfremdet wird, ob wir noch die Herren im eigenen Haus sind. Also dann muss das auch zulässig sein. Und bleiben wir gleich bei dem Thema von den Identitären. Könnte auch der neue Slogan der FPÖ auf all ihren Plakaten stammen, nämlich Festung Österreich. Laut Wikipedia ist eine Festung ein durch Wehranlagen stark befestigter Ort. Wie stellen Sie sich das konkret vor, Österreich durch Wehranlagen zu befestigen? Schauen Sie, das ist gar nicht so schwer. Festung Österreich, Herr Wolf, ist nichts anderes als der Gegenbegriff zum Asylmagneten Österreich. Und der Asylmagnet Österreich ist das, was die Menschen jetzt erleben müssen durch einen unfähigen Innenminister, durch eine unfähige Bundesregierung, die es zulässt, dass die Bevölkerung durch eine gigantische Völkerwanderung im wahrsten Sinne des Wortes überrollt wird. Und Festung Österreich sind zwei Worte, die ein Gegenmodell entwerfen. Das steht für Sicherheit, das steht für Schutz, das steht für Geborgenheit und das steht dann auch dafür, dass man dann diese Tore öffnet, wann man es selbst für richtig hält und sie wieder verschließt, wenn man glaubt, jetzt besteht die Notwendigkeit dazu. Und dafür steht Festung Österreich. Der niederösterreichische Spitzenkandidat, der wird da durchaus konkreter in Inseraten in den letzten Wochen. Herr Ladbauer, der schreibt da, die Lösung lautet Grenzen schließen und echter Grenzschutz durch Barrieren.
Wissen Sie, wie lang die Außengrenze von Österreich ist? Nein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich als Innenminister im Jahr 2019 einen entsprechenden Auftrag auch im Innenministerium gegeben habe, weil ich mich gewundert habe, dass offenbar keine Lehren gezogen worden sind aus dem ganzen Asylchaos aus dem Jahr 2015. Und wir haben dort in einem kleinen Stab darüber gesprochen, hier eine Analyse auch dahingehend zu machen, zu sagen, wo sind denn hier entsprechende Stellen, wo die Möglichkeit und die Notwendigkeit besteht, auch mit baulichen Maßnahmen sozusagen eine Abwehrsituation herbeizuführen. Das alles, Herr Wolf, ist eingestampft worden, nachdem ich das Innenministerium verlassen habe. Aber ich finde das deswegen interessant, weil ich glaube, dass die Außengrenze der Europäischen Union noch viel länger ist als die Außengrenze Österreichs. Und dort wird darüber diskutiert, von allen anderen Parteien jetzt im Übrigen auch, dass es dort entsprechende Grenzschutzmaßnahmen gibt. Grenzschutzmaßnahmen. Also Sie wollen ja Barrieren aufstellen. Die Außengrenze ist 2500 Kilometer lang. Jetzt wird man es zu Deutschland, zur Schweiz und Liechtenstein vielleicht nicht brauchen. Weiß man aber schon, wo man es braucht und wo man es nicht braucht. Jetzt sind es aber zu Ungarn, von wo die allermeisten Asylwerber kommen, 320 Kilometer. Zu Slowenien 300, Italien, Tschechien je 400, Slowakei 100. Das heißt, Sie wollen 1500 Kilometer Barrieren bauen? Nein, das will ich nicht. Es gibt ja Erfahrungswerte, nämlich aus dem Jahr 2015 und aus dem Jahr 2016, wo man ganz genau weiß, wo diese entsprechenden Druckpunkte auch sind. Und die Aufgabe des damaligen Planungsstabes wäre es auch gewesen, genau für diesen Bereich entsprechende auch bauliche Maßnahmen vorzusehen. Ich weiß gar nicht, was daran so schlecht sein soll. Ich freue mich ja über diesen ungarischen Zaun. Ja, aber der bringt offenbar nicht viel. Weiß ich nicht. Also, wenn man keinen Zaun hat, dann passt nicht. Wenn man einen Zaun hat, dann passt nicht. Da erkennt man doch die Absicht. Natürlich ist ein Zaun nicht der Weisheit letzter Schluss im Sinne einer alleinigen notwendigen Maßnahme. Das ist eine von vielen Komponenten. Und Herr Wolf, Sie sind ja jemand, der sehr solide recherchiert. Dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir in der Vergangenheit im Nationalrat immer wieder einen, glaube ich, 23-Punkte-Katalog eingebracht haben, wo das einer davon ist. Ein ganz wesentlicher, der auch, und da würde ich es auch den Ungarn übrigens nachmachen, der auch wichtig ist, ist das Anreizsystem zu stoppen. Das heißt, keine Geldleistungen mehr, sondern nur mehr Sachleistungen für Leute, die hier zu uns kommen. Ich habe jetzt einfach mal das Inserat. Das sind Dinge, die man in der Gesamtheit sehen muss. Da gibt es nicht eine Maßnahme, die allein erfolgsversprechend ist, sondern das ist ein ganzes Paket von Maßnahmen, die man treffen muss, um den Asylstandort zu deattraktivieren. Und wenn Sie es mal nicht glauben, schauen Sie sich die Zahlen 2018 an. Dort haben wir Österreich weniger attraktiv gemacht und das Ergebnis waren 13.700 Asylanträge. Heuer oder im letzten Jahr sind es 110.000. Hat ja Herr Landbauer diverse Maßnahmen draufgeschrieben und eine davon ist, ich würde sagen, der letzte Punkt hier, da steht Pushbacks von illegalen Zuwanderern. Jetzt Pushbacks bedeutet, dass Menschen mit Gewalt abgewiesen und zurückgeschickt werden an der Grenze, ohne ihre Asylanträge anzunehmen. Das ist doch das Völkerrecht verboten. Das ist eine offene Aufforderung zum Gesetzesbruch. Ich glaube, es ist eine Notwehrmaßnahme, die man treffen muss, wenn man sich anders nicht zu helfen weiß. Gesetze zu brechen. Die Alternative dazu ist, die eigene Bevölkerung unter die Räder kommen zu lassen. Dann darf man Gesetze brechen. Herr Wolf, jetzt sage ich Ihnen eines dazu. Das wird dann auch dazu führen, dass es auf europäischer Ebene ein Umdenken gibt. Wenn man das macht und wenn mehrere Länder sich dazu bereit erklären, nicht die weiße Fahne, sondern eine Nationalfahne an ihrer Grenze zu hissen, dann wird das zu einem Umdenken auf Ebene der Europäischen Union führen, Herr Wolf. Und dann sind wir dort, wo wir hinwollen. Nur damit ich es jetzt richtig verstehe. Einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik, Sie sagen, Österreich soll die Interessen der eigenen Bevölkerung im Zentrum stehen und nicht die der Schlepper und der Geschleppten. Das will ja niemand. Ja, natürlich, das ist doch niemand, das, auf niemand was es will die Interessen der Schlepper irgendwas im Bundesliga. Aber warum machen es dann nur, alle? Nur damit ich Sie verstehe, Herr Kickl. Sie sagen, Österreich soll mit Gewalt Menschen an der Grenze zurückweisen und Gesetze verstoßen. Und gleichzeitig sagen Sie, Menschen, die sich auf der Straße ankleben, weil sie Sorgen um die Klimakrise machen, sind Terroristen. Jetzt noch einmal, wenn es nicht anders geht. Wenn es nicht anders geht und wenn das die einzige Maßnahme oder mögliche Maßnahme ist, diese Leute vom Betreten des österreichischen Territoriums abzuhalten, ja, was glauben Sie, für was die Polizei dort steht? Als Begrüßungskomitee? Aber sie sollte sich vielleicht an die Gesetze halten. Jetzt müssen wir leider schon sehr auf die Zeit schauen. Ich hätte aber noch gerne, ich würde sagen, ein paar Fragen zum doch politischen Wahljahr, das sehr spannend ist. Herr Landbauer möchte in zwei Wochen niedersächsischer Landeshauptmann werden, wurde beim Neujahrstreffen mehrfach verkündet. Wie soll denn das konkret gehen? Die FPÖ kommt in den besten Umfragen auf 25%. Das wäre
ein toller Wahlerfolg. Aber das wäre trotzdem kilometerweit hinter der ÖVP mit schlechten 40. Sie glauben wirklich, die SPÖ würde Herrn Landbauer dann zum Landeshauptmann machen? Schauen Sie, ich glaube, der entscheidende Punkt bei diesen Wahlen, und das ist auch der Ansatz von Udo Landbauer, ist, dass die österreichische Volkspartei die absolute Mehrheit verliert und für all das, was sie der niederösterreichischen Bevölkerung angetan hat, gestraft wird. Das ist der entscheidende Punkt. Da gehört übrigens auch die Inanspruchnahme des österreichischen Rundfunks als eine Art ÖVP-Propagandamedium dazu. Da sollten Sie sich dann auch einmal kritisch damit auseinandersetzen mit diesen Entwicklungen. Aber das ist ja nur einer von vielen Aspekten. Können Sie meine Frage beantworten? Und da geht es darum, einfach so stark wie möglich zu werden. Vielleicht geht sich das mit dem Landeshauptmann diesmal noch nicht aus. Dann wird es einen zweiten Anlauf geben. Udo Landbauer ist ja ein politischer Hoffnungsträger für die Zukunft, während Johanna Mikl-Leitner ein Auslaufmodell ist. Sie wollen Bundeskanzler werden, haben Sie am Samstag gesagt, was bei 25% in den Umfragen eine recht selbstbewusste Ansage ist. Wer genau soll denn Sie zum Bundeskanzler machen? Ja, ich höre ja jetzt auch im Vorspann immer wieder Experten, die sagen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das sind dieselben Experten, die gesagt haben, als ich Parteiobmann geworden bin, das wird zu ganz großen Turbulenzen in der Freiheitlichen Partei führen. Da werden wir von den 16% nicht in Richtung 20 gehen, sondern in Richtung 10. Da werden sich Landesgruppen abspalten. Die Freiheitliche Partei wird die 20% nie übersteigen. So viel zu den Experten, die da bei Ihnen immer wieder zu Wort kommen. Gekommen ist es dann ganz anders. Und jetzt zur Frage, mit wem? Da habe ich nicht nur ein Déjà-vu, sondern da habe ich viele Déjà-vus. Sie sind auch schon, glaube ich, seit 2010 hier stellvertretender Chefredakteur und haben all diese Entwicklungen mitbekommen. Ich meine, bei HC Strache haben wir genau die gleichen Aussagen gehört. Niemand will mit der FPÖ, niemand will mit Strache. Das ist alles viel zu extrem. Und dann sage ich Ihnen eines dazu. Es hat damals Gespräche gegeben, nicht nur mit der ÖVP, sondern auch mit der SPÖ. Aber die SPÖ hatte schon damals das Leiden, dass sie nicht besonders entscheidungsfreudige Führungskräfte hat. Herr Kickl, helfen Sie mir bitte mit kürzeren Antworten, weil Sie haben ja noch ein Problem. Selbst wenn Sie einen Koalitionspartner finden würden, gibt es einen Bundespräsidenten, der Sie als Innenminister entlassen hat und auch sagt, Ihre Angelobung war schon ein Fehler. Der wird Sie ja wohl kaum als Regierungschef angeloben, oder? Diesen Satz, den hätte ich jetzt gerne von Ihnen belegt, den zweiteren. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht vorspielen, aber irgendwas in dieser Aussage. Diesen zweiten Satz, den kenne ich nicht. Das heißt aber nicht, dass er nicht gefallen ist. Da darf ich Ihnen berichten, dass ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten gehabt habe. Und ich habe ihn damals gefragt, warum er mich denn eigentlich entlassen hat. Und seine einzige Erklärung war, er hat das deshalb getan, weil das der Bundeskanzler vorgeschlagen hat. Er hat also keine sachliche Begründung nennen können. Auch wiederholte Anfrage nicht. Ja, ich war ja dabei bei diesem Gespräch, weil ich es gerne mal gewusst hätte. Nun hat sich alles das, was der Bundeskanzler damals als Erklärung geliefert hat, eigentlich als absoluter Blödsinn erwiesen. Und jetzt glaube ich, wenn der Herr Bundespräsident schon so ein Problem hat, irgendwo eine Erklärung zu finden für eine Entlassung, ja, dann erklären Sie mir bitte, warum er den Chef einer demokratischen Partei, die aus Wahlen als erfolgreich und stärkste Partei hervorgeht, nicht mit einer Regierungsbildung beauftragen. So, erklären Sie mir das einmal bitte. Okay, na, werden wir ja dann sehen. Ich würde zum Schluss jetzt gerne noch mal ganz kurz zur Frage zurückkommen, ob sich die Politik und Politiker an Gesetze halten müssen, und möchte den Menschen, die uns zuschauen, noch ganz kurz das Ende ihres Neujahrstreffens vom Samstag vorspielen. Jetzt lautet seit 2011 diese Zeile in der Bundeshymne korrekt: Heimat großer Töchter und Söhne. Und das ist jetzt keine freundliche Anregung von Gender-TerroristInnen, sondern ein geltendes Bundesgesetz. Warum halten Sie sich nicht dran? Wissen Sie was, da bringen Sie mich auf eine gute Idee. Ein freiheitlicher Bundeskanzler wird das wieder ändern. Ja, das wird möglicherweise sehr lang dauern, irgendwas zu sagen. Aber warum halten Sie sich nicht an geltende Gesetze? Noch einmal, das ist eine Variante, die ganz, ganz weit verbreitet ist. Aber ungesetzlich. In der Bevölkerung. Es soll nichts Schlimmeres sein, als wenn man das macht. Ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, bis hin zu einem, sage ich mal, einen ganz unappetitlichen Kinderpornoskandal, über den wir dann vielleicht reden sollten, wo man dann sagt, da haben wir es mit einer Form von Gesetzesbruch zu tun. Über die sollten wir uns unterhalten. Das ist nämlich ein Mord an Kinderseelen, der dort passiert. Dort haben wir ein Strafsystem, wo es einem wirklich graust, wenn man sieht, wie dort die Mindeststrafen niedrig angesetzt sind. Darüber wäre wird gleich anschließend eine halbe Stunde. Ja, aber darüber könnten Sie auch einmal mit mir reden, weil das sind nämlich wirklich die Dinge, die die Menschen bewegen, und nicht dieser Gender-Unfug, der ohnehin, wo es ohnehin höchst an der Zeit ist, den entsprechend auch etwas zurückzuweisen. Welche Gesetze, die Ihnen persönlich nicht gefallen, ignorieren Sie sonst noch?
Da fällt mir jetzt sonst nichts ein, aber Sie haben ja recherchiert. Haben Sie noch was auf Lager? Nein, ich habe Sie gefragt. Mhm. Herr Kickl, vielen Dank für den Besuch.